Frau Mildenhoff, danke für die, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Einladung angenommen haben. Sie verantworten den Bereich Nachhaltigkeit bei der Agrana seit 2012, haben den Bereich dort aufgebaut. Und meine Eingangsfrage, wie relevant ist das Thema dort? Hat es an Relevanz zugenommen? Was macht auch die Krise, die Wirtschaftskrise mit dem Thema? Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Wie relevant ist Nachhaltigkeit bei Agrana? Sie ist sehr relevant und wird zunehmend relevanter. Einfach auch getriggert ein bisschen durch die regulatorischen Rahmenbedingungen natürlich, speziell in der EU durch den EU Green Deal. Aber grundsätzlich beschäftigt sich die Agrana schon seit 2012 mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Agrana ist eine Verarbeiterin agrarischer Rohstoffe, 9 bis 10 Millionen Tonnen agrarischer Rohstoffe in den Segmenten Frucht, Stärke und Zucker. Im Fruchtbereich sind wir global tätig, im Bereich Zucker und Stärke, vor allen Dingen in der Europäischen Union. Und wir sind mit unserer Geschäftstätigkeit vor allen Dingen B2B-Unternehmen und ein großer Zulieferer für internationale Lebensmittelunternehmen. Und sind damit natürlich auch irgendwo am Stützpunkt Landwirtschaft, Ernährung, Klima und damit natürlich an einem Hotspot der Nachhaltigkeit, wenn Sie so wollen. Und das wurde sehr früh erkannt und deshalb auch seit 2012 eben die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, die zunehmend intensiver wurde in den letzten Jahren, definitiv. Und auch, ich denke, durch die momentane wirtschaftliche Lage zwar vielleicht da und dort einen Dämpfer erfährt, dennoch ist das Thema Klimawandel, Klimawandelanpassung omnipräsent und tritt auch zunehmend ins Bewusstsein der Konsumenten. Und ich denke, es wird auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter wichtig bleiben. Was sind inhaltlich die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Wir beschäftigen uns intensiv natürlich Nachhaltigkeit ganz klassisch gesehen mit Umwelt- und Sozialkriterien über die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeit eine kollektive Verantwortung aller Funktionen, die entlang der Wertschöpfungskette tätig sind, also beginnend beim Rohstoffeinkauf oder beim Einkauf, dann natürlich in der bei uns durchaus energieintensiven Produktion, im Bereich Produktentwicklung, aber auch im Bereich Human Resources, im Bereich Compliance. Also ich sehe Nachhaltigkeit als kollektive Verantwortung im Unternehmen, die auch kollektiv wahrgenommen wird, im Vorstand, wenngleich es natürlich eine Letztverantwortung gibt, die jetzt bei uns im Vorstand aufgrund der allgemeinen oder aufgrund der Ressortverteilung bei unserem Chief Technology Officer verankert ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Nachhaltigkeit einfach als integraler Bestandteil der Unternehmenstätigkeit zu sehen und damit eine Verantwortung von allen Mitarbeitern und Entscheidern. Sie haben 2012 mit dem Aufgabenbereich begonnen. Sie haben gesagt, das Thema hat an Relevanz zugenommen. Und das muss ja auch mit Ihrem Standing im Unternehmen was gemacht haben. Also irgendwo müssen Sie jetzt durchsetzungsfähiger sein als früher, wo Sie mehr um das Thema, um die Aufmerksamkeit gebettelt haben. Natürlich hat sich das Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit ganz entscheidend erhöht. Auch, glaube ich, durch die zunehmenden regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist dennoch immer noch so, dass sie Bewusstseinsbildung machen müssen, dass sie natürlich auch immer am Ball bleiben müssen und Funktionen auch unterstützen müssen. Das ist noch kein, rennt noch nicht von selbst, das Thema. So würde ich es nicht sagen, aber sie müssen einfach die Themen begleiten.
Was sind Erfolge, also wenn Sie so zurückblicken, wo Sie sagen, okay, da habe ich jetzt wirklich was erreicht? Ja, also ich glaube, wir können als Agraner sehr stolz auf uns sein, weil wir jetzt als eines der ersten B2B-Unternehmen in unserem Bereich wissenschaftsbasierte Klimaziele bei der Science-Based Targets-Initiative eingereicht haben, über unsere gesamte Wertschöpfungskette. Sprich, wir wollen bis 2030 unsere Emissionen aus der eigenen Produktion um 50% reduzieren und die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette um ungefähr 34% reduzieren. Diese Ziele werden jetzt gerade auf ihren Einklang mit den Pariser Klimazielen überprüft. Und ich glaube, das ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg und unserem Commitment, bis 2040 in der Produktion Netto-Null-Emissionen zu erreichen, beziehungsweise bis spätestens 2050 über die gesamte Wertschöpfungskette. Und ich bin da durchaus sehr, sehr stolz auf unsere Organisation, dass wir das gemacht haben und auch mit einem verhältnismäßig konkreten Maßnahmenplan, wie wir diese Ziele erreichen wollen, schon hinterlegt haben. Agrana ist ein sehr österreichisches Unternehmen, aber gleichzeitig rund um die Welt tätig. Wie gehen Sie mit dem Thema globale Verantwortung um, gerade auch in Schwellen- und Entwicklungsländern? Also grundsätzlich ist unser Zugang, den wir auch über unseren Code of Conduct natürlich kommunizieren und leben und auch in der Lieferkette leben, der, dass wir überall sehr hohe soziale Mindeststandards einhalten wollen und auch Umweltstandards. Das ist auch ganz klar eine Forderung jetzt aus dem EU Green Deal, der nicht unterscheidet, ob in seinem regulatorischen Ansatz bezüglich der Tätigkeit im Binnenmarkt beziehungsweise der Tätigkeit als europäisches Unternehmen außerhalb, sprich Sie müssen auch als europäisches Unternehmen, das außereuropäisch tätig ist, in Wirklichkeit alle europäischen Standards, sehr hohen, international gesehen sehr hohen Standards einhalten. Und das ist natürlich manchmal durchaus herausfordernd, aber aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, wenn wir jetzt an das Thema Klimawandel denken, natürlich absolut notwendig und der richtige Schritt im Prinzip. Ja. Die Frage wird sein, finden sich möglichst viele Nachahmer, die das dann genauso leben. Also das ist vielleicht das Thema. Sie haben bei der Agrana ein eigenes Team aufgebaut. Wenn Sie rekrutieren, was suchen Sie? Was ist das klassische Jobprofil, das man irgendwo hier zusammenstellt im Nachhaltigkeitsbereich? Oder anders gesprochen, wie bereitet man sich vor auf diesen Job? Also grundsätzlich, wie schon gesagt, Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsmaterie. Bei der Agrana natürlich vor allen Dingen in den Bereichen Rohstoff und Produktion ein sehr großes Thema, Produktentwicklung. Aus meiner Sicht den klassischen Nachhaltigkeitsmanager gibt es eigentlich nicht. Es wäre immer wünschenswert, wenn jemand eine gute fachliche Qualifikation zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich mitbringt oder im technischen Bereich und das dann verbindet mit einer offenen, an Nachhaltigkeit interessierten Brille oder Perspektive und natürlich auch eine gewisse, ja, Kommunikationsleidenschaft, denn das Thema Bewusstseinsbildung ist immer noch ein großes. Sie haben, wenn Sie in so Querschnittsmaterien arbeiten, natürlich auch viele Schnittstellen, wo sich Dinge schneiden oder reiben, haben Sie natürlich auch immer eine gewisse Auseinandersetzung. Das heißt, auch gewisse kommunikative Fähigkeiten sind sicher von Vorteil, um da wirklich etwas bewegen zu können. Ja. Frau Mittelhoff, war ein sehr interessantes Espresso. Vielen Dank. Vielen Dank.